Ja, völlig zu Recht. Pass auf. Zwei Frauen telefonieren und die eine sagt, mein Mann, der steht so auf Doktorspielchen. Der sitzt jetzt seit 3 Stunden auf dem Flur und wartet, bis er aufgerufen wird. Man hätte auch so anfangen können. Eine Frau hat 2 ganz bildhübsche Töchter, kriegt ein 3. Kind, ganz hässlichen Sohn. Und der Mann so, du bist mir fremdgegangen. Ja, diesmal nicht. Ja. Und das ist immer so, einfach Witz erzählen, auch auf der Arbeit. Ihr wisst ganz genau, Karl-Heinz kommt rein. Karl-Heinz kann nichts. Gar nichts. Der klebt einen Briefmarkraum, Fax, der kann nichts. Aber er sagt, pass auf, unterhalten sich 2 Schneemänner und der eine sagt, kannst mir sagen, was du willst, ich riech Möhren. Safe. Auch heute, es gibt keine Botschaft. 0 Botschaft, nichts Religiöses, nichts Politik, einfach nur schön. Theke, Assi. Man muss auch manchmal sehen, man geht ja seinen Weg. So, man erzählt ein paar Gedönse. Wenn ich was Intelligentes mache, wie 2 Gallier gehen aus dem Dorf raus, minus 20 Grad und der eine so, scheiß Kälte und der andere selber scheiß Kälte. Das muss man sich. Das muss man sich halt erklären. Es gibt ja diese Leute, ich habe jetzt mein Kondom aus dem Portemonnaie rausgenommen und habe dafür ein Feuchttuch reingelegt. Weil die Chance auf ein halbes Hähnchen mit Pommes durchaus größer ist. Erklärst du dir da gerade echt? Du musst mir glauben, der ist witzig. Aber wir hatten natürlich, wie jede Kneipe, wir hatten einen Dieter an der Ecke sitzen. Dieter hat immer diese Witze, von dem kam auch, bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Der ist von dem. Hör dir das mal 2,5 Stunden an, da wäre ich auch weg. Aber durch ihn bin ich zu so einer, sag ich mal, Top 5 gekommen. Während des Programms mache ich eine Top 10. Ich habe ja heute verkürzt, weil ich darf ja nicht so lang. Wie oft habe ich den Satz gehört, du darfst nicht so lang. Da ist eine Frau beim Arzt, der Arzt untersucht sie. Und sagt, sie können ihrem Mann sagen, wir haben ein freudiges Ereignis. Ich habe keinen Mann. Ja, dann sagen sie bitte ihrem Verlobten, ich habe keinen Verlobten. Dann sagen sie ihrem Freund, ich habe keinen Freund. Ich habe noch nie was mit Mann gehabt. Mhm. Der Arzt geht raus, guckt aus dem Fenster. Sagt die Frau, wo gucken Sie hin? Nach Osten. Als das letzte Mal passiert ist, ist da ein Stern aufgegangen. Deswegen habe ich auf Platz 4 folgenden Witz gewählt. Ein Typ geht zum Arzt und sagt, Herr Doktor, können Sie mich bitte kastrieren? Sind Sie sicher? Das ist ein richtiger Eingriff. Ja, und machen Sie bitte schnell, ich will mit meiner Frau noch ein Kino, die wartet unten. Alles klar, er kastriert ihn. Geht runter, sagt die Frau, und hast dich impfen lassen? Impfen! Wer hat's noch nicht erlebt?
Und ist, das ist auch immer das Schöne. Wie gesagt, auch wenn ihr auf der Arbeit seid, erzählt euch wieder Witze, auch wenn die alt sind. Haut euch die um die Ohren. Ja, 70er-Jahre-Witze. Der schönste ist, eine Band spielt, so eine Kapelle spielt in eine Bar. Einer geht hin, spielen sie auch auf Wunsch. Ja, dann spielt man eine Stunde Halma. Weißt du, denn erzählt euch wieder Witze. Nehmt andere in den Arm, auch wenn sie euch anzeigen. Scheißegal. Rückt wieder näher zusammen, das ist wichtig. Ja, auf Platz, ja, ich nenne mal drei. Hat ja ein Gedicht, aber leider die Zeit. Deswegen habe ich folgenden genutzt als Übergangswitz. Da sitzen zwei ältere Damen beim Boxkampf, Schwergewicht. Und der eine fällt so, kriegt einen mit und fällt auf die Fresse. Und die eine Frau sagt zur anderen, der steht nicht auf, den kenne ich aus der U-Bahn. Jetzt kommen zwei Witze tatsächlich auf 2 und 1, die mir ans Herz gewachsen sind. Auf 2, zwei Frauen meinen Pferderennen. Und die eine, mir ist langweilig, die andere mir auch. Ich traue meinem Mann nicht, ich meinem auch nicht, wer weiß, von wem die Kinder sind. So fängt der Witz an. Das heißt, weißt du was, wir tippen auf dem Pferd. Wie oft bist du fremdgegangen? Ja, so 4-mal. Und du so? Ja, so 5-mal. Dann tippen auf Pferd Nummer 9. Die tippen auf 9 und 9 gewinnt. Die kommen nach Hause mit der Kohle und zeigen den Männern, haha, wir haben System. Ist noch nicht fertig. Sagen die Männer, wir haben selber ein System, wir brauchen euer System nicht. Die gehen zum Pferderennen und sagen, scheiße, die Weiber haben System. Was machen wir denn jetzt? Wie oft kannst du nachts? Ja, so 6-mal. Und du so? Ja, so 5-mal. Dann tippen wir auf Pferd Nummer 11. Gewonnen hat die 2. Wir Männer. Und bevor ich zu Platz 1 komme, möchte ich mich erstmal herzlich bedanken. Ich habe da vorne gestanden, habt ihr den ersten Teil dieser Sendung gesehen, Weltklasse, riesig hier, ich würde hier eine DVD aufnehmen. Ist das ein Ambiente? Also unglaublich, wunderschön. Aber bevor wir diesen Abend beenden, mit diesem fantastischen Publikum, mit diesem fantastischen Moderatorteam und den fantastischen Comedians, wir brauchen nicht nur die 4, die Hip-Hop machen. Die sind alle fantastisch hier. Werden wir jetzt zu Platz 1 kommen und da ist ein Wort bei, wo viele sagen, hui. Der Witz geht nur so. Kannst du nicht. Du kannst nicht. Nein, so. Pass auf. Witze. Pass auf. Ich muss dir sagen, ich liebe diesen Witz auch. Ein Mann hat eine Frau kennengelernt, kennt die erst seit einer Woche, bringt sie nach Hause und lehnt sich an die Wand und sagt, boah, ich finde dich total geil. Kannst du mir noch einen blasen? Das ist das Wort, was ich meinte. Und sie so, bist du bescheuert? Meine Eltern wohnen hier im Haus. Wenn die das mitkriegen, ich kriege total Ärger. Ach komm, ich liebe dich doch. Nein, da kann ich nicht bringen. Ach komm, die diskutieren, Licht im Hausflur geht an. Die ältere Schwester kommt im Bademantel runter. Na, Abend. Vater hat gesagt, du sollst Gas geben. Oder sie soll es machen. Er kann auch die Mutter runterschicken. Im Endeffekt würde er es selber machen. Der Idiot soll nur den Arm von der Gegensprechanlage nehmen. Dankeschön. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, hier unten, hier oben, Best of Comedy Clash, hier könnt ihr alles gucken. Und die Sachen, mega witzig, könnt ihr auch euch angucken. Glaubt mir, es lohnt sich. Ich gucke dir selber.